Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Balo mit Folge Nummer 46 von Balo spielt. Die Rückkehr der Zombie-Eichhörnchen. Es ist so gut. Es gibt im Moment ein Event. Love is in the Air heißt der, glaube ich. Ja, Love is in the Air. Bei dem man Gegenstände sammeln muss. Man bekommt so einen Teil in der Hauptstadt, mit dem man Questgegenstände sammeln kann, dadurch, dass man irgendwelche Mobs killt. Und das kann man irgendwo machen, aber vielleicht erinnert ihr euch an die Zombie-Eichhörnchen-Höhle in Shadow Moon Valley, hier an dieser Stelle. Was ist das hier? 3722, wenn ihr mit Koordinaten spielt. Und ihr kennt diese Höhle vielleicht. Die hatte ich euch vor Wochen mal gezeigt, als es darum ging, möglichst schnell Follower leveln zu können. Das wurde gefixt. Die Follower kann man nicht mehr leveln, aber ich habe es gerade getestet. Wenn man die Eichhörnchen killt, bekommt man, ich glaube, für jedes Eichhörnchen eins von diesen Lovely Charms hier, die man wiederum umwandeln kann in Tokens und mit denen kann man sich alles Mögliche kaufen. Und da hier unglaublich viel Respawn ist und extrem schneller Respawn ist, kann man hier unglaublich viele farmen. Ich weiß gar nicht, also doch, jetzt hat er mal aufgehört zu casten. Ich habe gerade gedacht, der ist die ganze Zeit nur am Blizzard-Spam durchgehend. Aber nee, er hat da eben mal kurz aufgehört. Ich weiß auch nicht, ob die beiden in einer Gruppe sind. Ob man nur für den Killing Blow an so einem Eichhörnchen diesen Gegenstand bekommt oder ob man ihn auch bekommt, wenn man in der Gruppe ist mit jemandem, der es killt. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, man bekommt ihn nur für den Kill selber. Auf jeden Fall bin ich nicht der Erste und nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, die Zombie-Eichhörnchen wieder zu killen. Es gibt bestimmt noch eine Menge andere Spots. Ich kann ja mal gerade gucken. Obwohl, ich glaube, so schnell komme ich jetzt nicht dahin. Aber in Talador gibt es so einen Spot, wo man Spinnen umhauen kann, um dann eine Rare-Spinne zu spawnen. Ich weiß nicht, ob die auch so einen Charm jeweils geben. Wenn ja, wäre das großartig, weil da tonnenweise sind. Also wirklich tonnenweise kleine Spinnen. Keine Ahnung, ob das geht. Ich habe es noch nicht probiert. Werde ich vielleicht gleich nochmal machen und euch dann morgen dazu Bescheid sagen. Ich wollte eigentlich eben mein Experiment weiterführen und gucken, wie verhalten sich die Leute in Random Dungeons. Angeblich sind sie ja alle total fürchterlich und die Stimmung in Random Dungeons ist total bescheiden. Und ich konnte das bisher noch nicht nachvollziehen. Wie viel habe ich jetzt gemacht? 25, 30 oder so auf dem Paladin? Kein einziges Mal hat sich irgendwer daneben benommen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nach einem Wipe relativ groß. Und ich bin jetzt ein 650 equipter Tank Paladin. Und das hilft natürlich schon mal, weil halbwegs gut equippter Tank natürlich die Wahrscheinlichkeit senkt, dass man an irgendwelchen Dingen, gerade an Add-Gruppen, wenn man eine Gruppe addet, wenn dann ein 615er equippter Tank steht, dann wird der halt schneller mal umgeklatscht als ein 650er. Bin mal gespannt, oder was heißt, ich bin gespannt, ich gucke mal gerade durch eure Kommentare zu diesem Thema. Ich habe durchaus negative Erfahrungen gemacht in Random Dungeons von Deutschlehrern. Bisher ist mir dies in WoD aber erst einmal passiert. Und ich kann mir ebenfalls gut vorstellen, dass genau die Leute, die sich beschweren, viel zu diesem unentspannten Klima innerhalb der Gruppen beitragen. Zumindest kenne ich das aus anderen Spielen. Dort waren die am schlimmsten, die sich meistens über derlei Dinge lauthals beschwert haben. Ich habe das Gefühl, dass das manchmal dasselbe ist über den Leuten, die sich auf PvP-Servern beschweren, dass sie gegankt werden. Dann aber ihrerseits andere Leute umhauen und sagen, die machen dasselbe ja auch mit mir. Ich habe ausschließlich auf PvP-Servern gelevelt und man wird auf jeden Fall gelegentlich mal umgehauen. Das kann vorkommen. Meistens so im Schlingendorntal, Stranglethorn, ist ein ganz beliebter Platz beim Questen, wo viele Leute umgehauen werden. Die Höllenfeuer-Halbinsel, also das Gebiet, die Outlands, wenn man da das erste Mal reinkommt, ist ganz beliebt. Aber wenn man die beiden Gebiete auslässt, dann hält sich das meistens schon im Rahmen. Und ja, ich glaube dasselbe, weil ich höre das so oft, wenn Leute dann sagen, ja, und dann habe ich ihm nur gesagt, dass er doch mal die Ads zusammenpullen soll. Und in Wahrheit lautete die Message, zieh doch mal die scheiß Ads zusammen, du Spast. Oder sowas in der Richtung. Ja, also Leute haben manchmal sehr, sehr komisches, nicht sehr komisches, aber ein sehr, sehr schlechtes Fingerspitzengefühl, wenn es darum geht, jemanden, der möglicherweise einen Fehler gemacht hat, zu sagen, was er besser machen kann. Balo, spar dir die Energie und stör dich nicht an DDs, die pullen. Ja, das ging um die Gruppe gestern. Da hat ein Schurke gepullt, aber er hat immer Schurkenhandel benutzt. Und von daher geht das meistens in Ordnung. Aber ich meine, wir hatten gestern entweder in dem Dungeon oder ich hatte es in einem anderen Dungeon häufiger mal die Situation,
dass ich wirklich extrem niedrig an HP war, also so 30% oder so, und dann die nächste Gruppe von jemand anderem als mir gepult wird. Und das sollte man nicht unbedingt machen. In meinem Fall hat es funktioniert. Ich hätte dann auch noch Cooldowns gehabt, ich hätte auch noch Lay on Hands gehabt, ich hätte noch Potions gehabt und so weiter und so fort. Aber das muss ja nicht sein. Also da kann man sich ja auch die 5 Sekunden oder 10 Sekunden schenken und einfach warten, bis der Heiler den Tank wieder vollgeheilt hat oder bis der Tank irgendwie was gegessen hat oder sonst irgendwie was in der Art. Aufgedauert schreibt, unfreundlich sind sie meist mittags. Und dann kommt man sich vor, als wäre man in einem BG. Ist aber ansonsten sind die nicht unfähig. Kommt mir zumindest so vor, da ich nicht viele Dungeons mache, kann, oh Gott, alter Vater, Interpunktion. Irgendwo müssen Ersatzzeichen rein, dann kann ich besser lesen. Okay, ich verstehe nur ansatzweise, was du meinst, aber mittags, sind die Leute mittags schlimmer? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das wäre mir bisher noch nicht unbedingt aufgefallen, dass sich da irgendwas verändert. Aber ich habe mit dem klar jetzt überhaupt noch keine besonders nervigen Konsorten in Random Innies gesehen. Ich habe es aber auch nicht, als ich mit meinem Bärchen zu WOTLK gespielt habe. Naja. Das einzige Negative, das ich bisher hatte, war, dass bei einer Frage nicht eine Antwort kam. Okay, das kommt vor. Aber es ist immer so, wie wenn man in so einer Random-Level-Gilde war und dann einer fragt, weiß jemand, wie man beim Warlock das und das macht? Und es antwortet einfach keiner, weil es keiner weiß. Was übrigens auch die bessere Variante ist, als wenn 20 Leute schreiben, weiß ich nicht. Oder wenn 30 Leute schreiben, keine Ahnung. Bardo, was sind deine drei Lieblingsinstanzen und was sind deine drei Hassinstanzen, also aus allen WoW-Teilen? Oh, Hassinstanz, ganz weit oben Oculus. Das war's. Ansonsten eigentlich nur die Dinger, wo ich mich immer verlaufe. Es gibt immer so ein paar Instanzen, wo ich mich verlaufe. BFD zum Beispiel. Obwohl, da verlaufe ich mich nicht. Da schaffe ich nur dieses Rumgehüpfe nicht. Ah, ich weiß es nicht. Und Lieblingsinstanzen, ich mag... Okay, das widerspricht jetzt dem, dass ich sage, dass man sich da immer verläuft. Die Blackrock-Tiefen. Allerdings muss ich sagen, dass ich die früher sehr, sehr viel und gerne gespielt habe. Obwohl sie nie eine wirklich beliebte Instanz waren, weil sie vom Levelbereich und vom Loot her so niedrig war, dass es da kaum was gab für Level 60 Spieler. Man aber im Prinzip schon 50, 55 plus sein musste, um eine halbwegs realistische Chance zu haben, da komplett durchzukommen. Und leider, hat die kaum einer gespielt, außer für die MC, glaube ich, war es Prequest. Und dann gab es, glaube ich, noch diese Hand of Justice oder so. Das war ein sehr, sehr gutes Schmuckstück, das die Nahkämpfer immer haben wollten. Aber leider ansonsten hat man die nicht viel gespielt. Aber das ist an sich eine meiner liebsten Instanzen. Die ist wunderschön, die ist toll gemacht. Nur leider wenig gespielt. Kannst du mal bitte dein HUD hochladen? Musst du auch nicht aktuell halten, bitte, bitte. Und das hier für den Tank muss ich noch ein bisschen überarbeiten. Da sind noch ein paar Sachen nicht sehr schön. Für den muss ich mir noch Weak Hours bauen. Die Holy Power Anzeige, die den Namen hier abschneidet, ist nicht schön. Da muss ich noch ein bisschen dran bauen. Sebastian schreibt, das mit den anstrengenden Random-Gruppen ist mir sehr oft beim Aufleveln passiert. Der Late-Game-Content war es meist an... Echt beim Leveln? Okay, ich muss zugeben, wenn ich die Low-Level-Dungeons gemacht habe, habe ich die auch meistens als Tank oder Heiler gespielt. Und da war es mir relativ egal, was die Leute gemacht haben, weil, jetzt mal übertrieben gesagt, wenn der Tank Erbstück-equipped ist, kann da eigentlich nichts passieren, wenn der Heiler nicht gerade für 45 Minuten disconnected. Wobei sich das ein bisschen geändert hat. Es hat sich ein bisschen geändert, weil es jetzt ein paar Instanzen gibt nach dem ganzen Item-Gesquische, wo die Tanks richtig auf die Nase kriegen. Richtig böse auf die Nase kriegen, selbst mit gutem Gear. Das ist mittlerweile ein kleines Problem, aber zuletzt, also während Mists of Pandaria, da konnte eigentlich auch der Rest der Gruppe AFK sein. Eigentlich reichte der Tank alleine aus, um die Instanz zu clearen. Vor allem, wenn er ein bisschen Self-Heal hatte. Die Tanks machen sowieso schon 60%, 70% des Schadens in der Instanz, einfach weil sie alles umcleaven können. Und meistens sterben die Packs so schnell, dass man kaum oder gar keine Heilung braucht. Und ein einzelnes Pack brauchte man normalerweise im Low- und Mid-Level-Bereich keine Heilung. Für den einzelnen Boss auch nicht, aber wenn man halt mehrere Packs gepult hat oder mehrere Packs plus Boss, dann hätte es oder konnte es schon schief gehen. Ja, ich werde mal testen oder ich werde mal gucken, ob ich diese komischen Love Charms oder wie die Dinger heißen,
Wo habe ich die denn? Sind die eine Währung? Ne, diese Dinger sind das hier. Diese Lovely Charm. 10 Stück davon kann ich in ein Bracelet umtauschen. Das Bracelet in ein Token und die Tokens wiederum in Items. Gott sei Dank ist das nicht kompliziert. Ob ich die an diesen komischen Spinnen in Talador farmen kann, an dieser Rare-Spinnenhöhle. Und ansonsten Eichhörnchen, Leute. Die Eichhörnchen sind zurück. Ihr könnt wieder Eichhörnchen farmen. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, sich auf den Server einladen zu lassen, wo zufällig in der Höhle mal nicht viel los ist. Oder ihr könnt es testen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wenn man in der Gruppe ist, dass dann alle das angerechnet bekommen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist immer wieder nur für den Kill. Das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit den Eichhörnchen. Ich freue mich so, dass sie wieder da sind, die Eichhörnchen. Ich war schon ein bisschen traurig, dass wir sie nicht mehr reihenweise umhauen dürfen, um Follower aufzuleveln. Aber jetzt Eichhörnchen, Leute. Eichhörnchen. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.